Rekruten! Willkommen bei den Kosmo-Rittern! Bonan, beginnen wir sogleich mit dem Briefing! Passt genau auf! Gehst du auch unter die Astronauten? Ich bleib lieber am Boden. Neue Rekruten! Willkommen bei den Kosmo-Rittern! Von jetzt an geht's ihr der Bonan! Beginnen wir sogleich mit dem Briefing. Pass genau auf. Berichten zufolge sammeln die Gilgamesch-Truppen ihre Hauptstreitmacht an der Durchreise. Wir haben nur eins gegründet, um den Frieden im Kosmos zu sichern. Sind Sie bereit für den Einsatz? Der Feind darf nicht entkommen!
Los. Ist das etwa... Liebe Gäste, zurzeit läuft unser Pärchen-Event. Schnappen Sie sich Ihren Freund oder Partner und begeben Sie sich auf eine wundersame Reise durch die Welt des Gold Saucers. Erleben Sie spannende Abenteuer direkt vor den Fenstern Ihrer Gondel. Ein Augenblick fesselnder als der andere. Ein spannendes Erlebnis, das Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Gut, stellen wir uns an. Es tut mir aufrichtig leid. Zurzeit gibt es ein kleines Problem mit der Stromversorgung im Gold Saucer. Aber wir arbeiten bereits mit Hochdruck an einer Lösung. Folgen Sie bitte den Anweisungen des Personals zu Ihrer eigenen Sicherheit. Bitte hier entlang. Unsere Mitarbeiter werden Ihnen den Weg zeigen. Hier entlang. Ruhig. Es besteht kein Grund zur Sorge. Cloud, es ist schrecklich. Ui, wie süß. Was gibt's? Ihr müsst sofort zur Manege kommen. Also wisst ihr, in der Lobby da gab es nämlich eine Schießerei. Und wenn die Augenzeugen recht haben, dann war der Täter ein Mann mit Gewehrarm. Hä? Euren Freunden sage ich auch Bescheid. Also macht euch bitte sofort auf den Weg. Nicht wirklich. Sehen wir nach. Es gibt keinen Grund. Hier doch.
Wir Das tut mir wirklich sehr leid, aber ich kann sie momentan nicht durchlassen. Hallihallo. Oh, bitte entschuldigen Sie kurz. Du kannst diese Leute ruhig passieren lassen. Sehr wohl. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeiten. Bitte. Wurde bereits ein Platz? Die Untersuchung läuft. Weitere Angaben? Sammelt die Augen. Shinras Gardisten wurden allesamt erschossen. Außerdem... Lasst mich das erklären. Ich bin Dio, der Direktor. Meine Freunde, ich heiße euch herzlich in meinem Gold Saucer willkommen. Wir hatten ja schon das Vergnügen. Wenn du einen Rückkampf möchtest, stehe ich jederzeit bereit. Gibt jetzt Wichtigeres. Wir hatten heute Besuch vom Shinra-Vorstand. Doch irgendwem war das offenbar ein Dorn im Auge. Es hat leider auch Gäste und Mitarbeiter getroffen. Oh nein! Die Überwachungskameras wurden vor der Tat zerstört. Wir haben deshalb keine Aufnahmen von dem Vorfall. Aber laut Augenzeugenberichten soll der Täter ein Gewehr als Armprothese getragen haben. Da hat es bei mir Klick gemacht. Das klingt ja genau nach dem Mann, den Shinra seit dem Vorfall in Midgar überall zu suchen scheint. Er ist von großer Statur und temperamentvoll, ganz ähnlich wie ich. Blickt immer verdrießlich drein, trägt eine Sonnenbrille und dazu... ist einer seiner Arme ein Gewehr. Na, kommt euch das nicht irgendwie bekannt vor? Niemals! Barrett braust zwar öfter auf, aber sowas würde er nicht tun. Das würde ich dir ja gerne glauben, aber... leider habe ich heute das hier bekommen. Hören Sie! Das hier war nicht Barrett. Und wieso? Die Zerstörung der Kameras ist nicht sein Stil. Wenn er das hier wirklich getan hätte, dann aus einem guten Grund. Und dann würde er wollen, dass alle es sehen. Ganz sicher. Ah, sehr schön. Es geht nichts über Freundschaft und Vertrauen. Aber alles spricht gegen ihn. Deshalb kann ich mich nicht einfach auf dein gutes Wort verlassen. Hier mein Vorschlag. Ihr werdet den wahren Täter finden und die Unschuld eures Freundes beweisen. Ich gebe euch 24 Stunden. Wenn es euch in dieser Zeit nicht gelingt, den Täter zu finden, lasse ich euch festnehmen und liefere euch an Shinra aus. Ja. Zur Sicherheit. Damit ihr nicht auf die Idee kommt, abzuhauen. Das werden wir nicht. Exzellent. Dann sputet euch mal, damit euch die Turks nicht zuvorkommen. Die Turks sind hier? Rivalen stacheln den Kampfgeist an, oder? Hol an, junge Freunde! Der Täter erwartet euch unten! Beweist die Unschuld eures Kameraden!
Ich werde euch natürlich helfen. Kenn mich hier schließlich gut aus. Zum Aufzug nach unten geht's hier entlang. Hier entlang. Los, beeilt euch. Wir fahren jetzt runter. Ab in die Unterwelt. Früher haben dort die Mitarbeiter dieses Vergnügungsparks gewohnt. Aber irgendwann tauchten Ungeheuer auf. Da hat man die Leute nach oben verfrachtet. Danach ging's bergab. Jetzt leben dort unten nur noch Verbrecher. Also wirklich eine Unterwelt. Wenn ich nur daran denke. Klingt ein bisschen nach Wallmarkt. Ja, allerdings noch eine Spur gefährlicher. Wer da einmal seine Pfoten reinsetzt, der kommt nie wieder raus, heißt es. Deshalb hat der Ort noch einen anderen Namen. Gefängnis von Coral. Wahrlich die Hölle im Wüstensand. Diebstahl, Gewalt, Totschlag, das volle Programm. Von daher, Freunde, passt bitte gut auf euch auf, ja? Müssen wir wirklich...
Niemand da? Wir werden beobachtet. Passt auf. Kannst du dich auf jeden Fall dran erinnern? Glaub's mir. Also, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Und weißt du warum? Alles Kühlchen, Claudi? Woo! Okay, ich verrat's dir. In meinem Gewerbe ist Wissen Macht. Insbesondere, wenn es Leute betrifft, die dem Corneo-Clan einen vernichtenden Schlag versetzt haben. Glückwunsch, tada! Du bist richtig berühmt. Wir suchen nach einem Mann mit einem Gewehr. Ja, das weiß ich doch alles. In meinem Gewerbe ist Wissen Macht. Muss ich mich wiederholen? Was da oben abgeht, das habe ich völlig im Blick. Und deshalb weiß ich auch, dass du nützlich sein könntest. Was soll das heißen? Den Typen mit dem Gewehr, um den ihr sucht, habe ich netterweise schon mal in Gewahrsam genommen. Draußen in der Wüste. Und ich wäre sogar bereit, dir zu verraten, wo. Ausnahmsweise. Allerdings, wenn wir ihm Willens auch geben können, nicht wahr? Also, Freundchen. Willst du mir Kohle besorgen? Brauche ich gerade ganz, ganz viel davon. Weil irgend so ein bekacktes Arschloch einfach ein paar Gardisten in Klumpenhackfleisch verwandelt hat. Einfach den Täter ausliefern reicht deshalb nicht. Wenn ich meine Oase hier retten will, brauche ich Zaster. Und zwar einen Riesenberg! Asche, Klinge, Kohle, Beute, Projekte! Ja, schon klar! Keine Sorge! Für das Wie und Wo gibt es natürlich einen Plan. Der Herr Alleskönner wird an den Schokoborennen teilnehmen und sie natürlich gewinnen. Will heißen! Bis du gewonnen hast, bleiben deine Freunde hier. Klaus, Will! Hey, kein Stress, Mann! Wir sollen bei uns an nichts fehlen! Ach so! Würdest du es übrigens nicht schaffen, mir das Geld zu besorgen, werden sich deine Freunde eventuell ein bisschen nützlich machen müssen. Exotische Haupttiere sind auch begehrt. Nicht doch! Kannst mich einfach Gas nennen. Okay! Gut. Details zu deinem Rennen und so. Gibt's bei dem da! Geht klar, Boss! Dann mal zu deinem Schokobo. Immer dem Schnabel nach.